Can't for my wins, I need my ends. This life is real, and they pretend. Aim off the bench, I get it in. Was geht ab, Leute? Neues Video. Mal wieder, schon wieder, wenn man so will, ein neuer Bike-Build. Und zwar fehlt mir noch quasi ein Rad aus dem Sortiment, wenn man das so sagen will. Das Rose Bikes The Bruce in Grün. Habt ihr ja neulich schon bei Lukas gesehen, der hat es auch schon aufgebaut. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir bauen das Ganze auf und testen es auch direkt danach. Deswegen machen wir den Aufbau heute mal relativ fix und gehen danach direkt fahren, würde ich sagen. Natürlich wieder mit allen Parts von meinen anderen Sponsoren, Conti, Reverse, Noah Hubs. Von Noah Hubs auch wieder richtig geile Laufräder, zeige ich euch gleich alles. Erstmal der Rahmen natürlich. In diesem Grünton gehalten. Stimmt mal hier oben ab, was ihr denkt oder was ihr schöner findet. Findet ihr den blauen Rahmen schöner oder den grünen? Die gibt es ja im Moment beide bei Rose so im Sortiment. Ja, einfach mal abstimmen, was ihr geiler findet. Wir bauen das Ganze auf, natürlich wieder alles farblich ein bisschen abgestimmt mit den Parts, die ich euch jetzt gleich noch zeige und testen das Ganze. Und ja, let's go. Ich glaube, mein Aldi-Ständer hat langsam aber sicher den Geist aufgegeben, oder? Macht das noch. Ich würde sagen, Bike-Build-Epic-Video und danach machen wir ein paar Check. Geht ein bisschen schneller und sieht ein bisschen geiler aus. Roll the clip. Hey Sam, yo, what's up? Can you tell me how that magic trick works, how you put on those Continental tires in your videos? Ah, I got it. All right, thanks mate, see ya. Ich weiß jetzt, wie es geht. Hey, viel einfacher so. Danke Sam für den Tipp, geht viel schneller. So, das war der Build. Kurzer Bike-Check, würde ich sagen. Wir fangen einfach an mit dem Hauptstück und zwar, wie gesagt, der Rose The Bruce-Rahmen in L in diesem Grünton. Richtig geiler Lack, wenn man den mal in echt sieht. Der schimmert immer so, der ändert sich ein bisschen in der Farbe quasi im unterschiedlichen Lichteinfall. Und ja, natürlich dann die RockShox Pike DJ in komplett schwarz gehalten. Dann ganz wichtig, die Laufräder wieder von Noah Hubs natürlich. Die 120 Clicks Narben diesmal hier wieder in Gold wie bei meinen Carbon-Laufrädern mit den Dirty First Felgen. Und wenn ihr Interesse an so richtig geilen Laufrädern habt, dann checkt einfach mal den Link in der Beschreibung ab bei Noah Hubs. Da findet ihr ja, die verschiedensten farbigen Laufräder und könnt euch auch selber welche zusammenstellen. Wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt, Thema Old Slick, also wenn ihr da Bock drauf habt, immer mal da vorbeischauen, beziehungsweise geduldet euch noch ein bisschen, dann kommt da noch was richtig Geiles. Reifen natürlich ganz wichtig, Continental. Race King, ja, ist eigentlich der Reifen, den ich immer auf meinen Dirtjump-Rädern fahre. 100%ig damit zufrieden. Anbauteile natürlich, wie gesagt, das meiste Reverse. Wir haben ja den Reverse Base Lenker in Stealth Look, das heißt sehr dezent gehalten hier. Passend dazu der Reverse Black One Vorbau, Reverse R-Shock Griffe, die so ein bisschen schockabsorbierend sind.
Bremse, muss ich sagen, ist das Einzige, was ich an dem Rad definitiv noch ändern werde, weil ich glaube, damit werde ich nicht zufrieden. Allein der Look hier gefällt mir nicht, dass sie hier so hoch aufbaut. SRAM-Level-Bremse. Wie gesagt, die werde ich noch ändern, weil die gefällt mir auch vom Look allein schon nicht. Den Lenker werden wir auch noch ein bisschen kürzen. Der hat eine Standardbreite von 790 mm. Normalerweise fahre ich 760 oder 740 Breite, irgendwie sowas. Kurbeln hier auch Standard mit dem Rad. Übrigens, wie gesagt, das Rad findet ihr natürlich auch so in der Beschreibung hier. Erster Link oben. Truvativ Descendant Alu-Kurbeln müssten 165 mm, glaube ich, haben. Dann passend zum Rahmen haben wir die Reverse Black One Pedale mit so grünlichen Pins. Kette, goldene Kette von KMC. In dem Fall eine L-Fach, die auch für Single Speed tauglich ist. Sattel ist der Reverse Shovel and Shred Sattel, auch komplett in schwarz gehalten, ohne Aufdruck. Passende Sattelstütze, Reverse Nico Wink Signature Sattelstütze. Sattelklemme auch von Reverse in schwarz. Und ich glaube, das war auch schon das komplette Rad. Oder ist mir gerade irgendwas entfallen? Ich glaube nicht. Also, das war's. Abstimmung farblich ganz geil mit diesen goldenen Akzenten. Passend natürlich der goldene Red Gang Sticker. Wir müssen noch ein, zwei Kleinigkeiten machen, was die Einstellungen angeht. Und dann können wir das Rad testen. Das machen wir gerade und dann geht's los. So, wir sind jetzt hier in Hannover wieder zu Besuch bei der Gleis D Skate Halle und sind ziemlich früh hier am Start, macht gerade erst auf. Und ich, Idiot, habe tatsächlich vergessen, mir meinen rechten Schienbeinschoner einzupacken. Meinen linken habe ich vergessen. Ich habe noch zwei alte Ellenbogenschoner dabei und die müssen jetzt leider dran glauben, weil ohne Schienbeinschoner fahre ich ungern, sehr ungern. Deswegen, zufällig habe ich auch noch Panzerband dabei. Und jetzt basteln wir uns mal Schienbeinschoner Marke Eigenbau für die linke Seite. Aber ist mir lieber als ohne zu fahren, weil ich, dann komme ich vom Kopf nicht klar, wenn ich nichts am Schienbein habe. Gucken, ob wir beide nehmen oder nur einen. Der muss jetzt, wie gesagt, leider dran glauben. Tapen wir jetzt irgendwie hier drunter. Aber es sieht schon gut aus. Ist doch so schön leise und leer. Also ich mag die Halle echt gerne hier in Hannover. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, muss ich sagen, ist, dass es sehr laut darin hallt immer, weil das nach oben nicht lärmgedämmt ist oder allgemein gar nicht gedämmt ist. Und dann hallt das durch diese ganze Halle so durch. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen missfällt. Ansonsten ist die Halle echt noch kaum jemand da. Meine Hose ist verdammt dreckig vom Trailfahren, aber das ist egal. Alle Schoner übrigens immer von TSG natürlich. Und für diejenigen, die immer fragen, wo ich meine Radhosen kaufe, eigentlich immer bei H&M. Das Problem ist, das Gute ist, da gibt es günstige Hosen. Das Problem ist, mir reißen die andauernd ein. Aber ist egal, ob das von H&M ist oder sonst wo. Ich brauche immer so ein bisschen Flex-Anteil. Deswegen hole ich mir immer diese Tech-Stretch-Hosen. Die sind nicht ganz so günstig. Aber ja, für die, die sich fragen, wo ich meine Hosen zum Radfahren. Jawohl. Alter. So, go. Geil. Schön, fast leere Halle. Let's go. Ist es auf jeden Fall schon mal, habe auch nichts anderes erwartet. Aber ey, dieser Tailwhip Tailtap, also eigentlich bin ich schon durch, ich bin komplett durchgeschwitzt, aber ja, dieser Tailwhip Tailtap, dem müssen wir jetzt noch ein paar Besuche geben, weil der muss eigentlich noch sitzen.
Da bin ich auch eigentlich schon ganz zufrieden, aber der muss kommen. Das war der erste Tag mit dem brandneuen Bike. Hört sich natürlich geil, habe auch nichts anderes erwartet. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, abonnieren. Wenn ihr neu hier seid, würde mich freuen. Hoodies gibt's auf ridegang.com. Und letzte Ansage noch, erstes Video auf dem Goodboy Channel, also auf meinem Zweit-Channel. Link auch unten in der Beschreibung. Geht Sonntag online, Sonntagmorgen, erstes Video auf dem Goodboy Channel. Neues Auto, seid gespannt, vielleicht, wenn ihr genau hinschaut. Habt ihr auch schon einen Hinweis darauf gesehen, was für ein Auto das sein könnte? Also, Goodboy Channel abonnieren, Link unten in der Beschreibung und hier irgendwo. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!